So, habe ich erwähnt, dass ich kotzen könnte? Soll ich wirklich diese ganzen Texte aus dem Handbuch vorlesen? Nein. Nee, das wäre zu viel des Schlechten und der Na, Verschlimmbesserndes ist sofort. Guten. Warum hat er am Ende eigentlich dieses Horn nicht? Ich wollte eigentlich vorhin noch sagen, jedes Mal, wenn der erste Endgegner getroffen wird hier, Mysterio, hatte ich immer das Gefühl, dass der Kopf aussieht wie von einem Dachs. Weil da irgendwie so er an oben und unten weiß ist und dann in der Mitte so ein schwarzer Strich ist. Wie bei einem Dachs. Dachs. Ja. Also mit CHS, nicht mit X. Das hat nichts mit einem. Aber der Dachs hat auch Striche. Wir hatten schon beim ersten Durchgang dieses Spiels, Viele Weisheiten. wo ich erheblich schlechtere Laune hatte, aufgrund des Spiels. Dem aufmerksamen Zuschauer wird das auch zu aufmerksam sein. Haben wir schon bemerkt, dass hier in dieser Gegend der Herbst ausgebrochen ist? Erwähnte ich meinen Drang, meinen Mageninhalt irgendwie. Mir ins Gesicht? Ja. Warum passiert mir das eigentlich ständig? Ich würde mal mit Marz reden oder so. Alter, was könnte ich erbrechen? Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich meinen Arzt zur Rede stelle, hat er den Mund voll. Ja, wir sollten eher auf Textbasis kommunizieren. Macht man das nicht, wenn man spricht? Er macht es mittlerweile mit mir schon, aber allerdings geht diese Textbasis immer über einen Anwalt. Das sind doch. Ach nee. Das war jetzt eine Kreditkarte. Machen diese Funken eigentlich irgendwas oder ist das einfach nur an. Das ist einfach nur eine schöne Animation im Sinne von, wow, das gab viele Punkte. Also. Oh, leck mich doch am Ärmel, du blöder Penner, du Sumpfkrokodil. Meine Fresse. Boah, diese Wut. Odor? Ja. Obwohl, das könnte auch Glück bedeuten. Könnte auch Traurigkeit bedeuten, könnte auch Achtung bedeuten, könnte auch ich hab Hunger bedeuten, könnte auch alles bedeuten. Oder? Oder ist ein Pokémon? Hier wirkt so, ne? Keine Ahnung, ich habe die Serie nie gesehen. Was, Pokémon? Leck mich! Ja, genau, ich habe nie Halt das die Pokémon Klappe! gesehen. Oder ähnliche alberne Serien, für die sich Leute heutzutage schämen. Wenn sie nicht mit 35 immer noch in Pokémon-Basierung sein. Also ich sage dir ganz ehrlich, der Kerl fängt an mich tierisch zu nerven. Oh Gott! Er hat übrigens doch das Horn. Ich sehe es. Warum lehnst du dich zur Seite? Willst du dich vor ihm schützen? Ich habe dich in vielen Situationen in den anderen vorangegangenen Serien gesehen, wo du ähnliche Moves mitgemacht hast. Das ist halt auch nur so drin. Das ist halt 4D oder so. Nein, es ist mir halt einfach unangenehm. Also dieses Spiel. Also, wir werden übrigens tatsächlich nicht eine halbe Stunde dafür aufwenden, sondern tatsächlich eine Stunde. Auch einfach aus dem Grund, weil es hier gerade wieder bescheiden läuft. Weil ich jetzt so viele Leben und den einen Kontinuier verloren habe, dass ich glaube, tatsächlich, es wird am Ende nicht aufkommen, weil es geht am Ende einfach nicht. Ich habe keine vollständig funktionierende Strategie? Strategie oder Möglichkeit gefunden. Dann nennen wir es Möglichkeit. Strategie wäre sowieso übertrieben. Pause. Möglichkeit gefunden, um das Spiel tatsächlich durchzukriegen. Also nach dem folgenden Level hört meine Strategie auf, danach ist es einfach nur noch unmöglich und darum braucht man viele extra Leben, brauche ich viele extra Leben und alle Continues. Also, so von wegen, man füttert sich vorher den Speck für den Winter an. In dem Sinne, Winter's coming. Ja, das ist zumindest betrifft den Netzspinner fürs kommende Level. Und ansonsten sieht man einfach zu, dass man nicht noch sinnlos Kalorien verbrennt vor dem Winter. Nächstes Mal geht es weiter mit Doc Ock, Dr. Octopus. Und dann werde ich hoffentlich in dem Video auch die Möglichkeit haben, mein
meine Hot Takes, mein Standpunkt zum Thema Comics, also Marvel Comics und DC Comics, loszuwerden. Aber das jetzt als Spoiler, als Little Teaser, bleibt dran. Lass einen Daumen da. Wenn die dranbleiben, dann müssen sie jetzt etwa 24 Stunden warten. Du hast genug Videos, die sie bis dahin, Dingens. Und lass einen Daumen da. Das Leben ist auch schön mit neuen Fingern.